Oh, scheiße, ja, weil er abgebremst hat, dadurch, dass er mit dem Bein hängen geblieben ist. Fail Army, ja, let's go. You just hit your ball site really bad? Yeah. Really bad? I think they're still there. I'm rolling. Und er denkt sich einfach nur, what the fuck, wo bin ich da hingekommen? Oh. Oh, beim Webster kannst du dich halt so schnell überdrehen. Oh. Na. Shit. Da ist aber nichts passiert. Ja, das habe ich gesehen. Tschüss. Gott sei Dank war da ein bisschen Erde. Oh, fucking hell. You're right. Jesus Christ. Krass. Ah, oh, scheiße, er ist hängen geblieben. Right. Jesus Christ. Ah. Oh, holy shit. Azione. Und tschüss. Ja. Er wirkt so, als könnte er nicht schwimmen, gleich komplett nervös. Wallflip und Fail, 100%ig. Oh, Jesus! Ah, doch nicht. Oh, snap! Au, 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 au! Wie er aufbounced, weil es ein Bouncy-Boden ist. Aber Frontflip stabil. Oh. Was ist mit ihm, Isa? Was ist mit ihm? Er bleibt einfach liegen. Echt so schlimm? Was macht er für Geräusche? Ah, wegen seinem Kopf. Ah, oh, ja, ja, der ist ziemlich mit dem Kopf aufgeflogen. Oh, shit. Und er fragt noch, alles okay? Bro, er wollte einfach oben grabben und Sideflip machen. Und nimmt sich den kompletten Schwung raus. Aua. Security Day. Der macht Wallflip und den fetzt auf, 100%ig. Immer das gleiche. Zuckerbrett. Oder wie sagt man das? Ah, ah, ah. Ah, das kenne ich, Leute. Jetzt müsst ihr ganz kurz checken. Er macht Backflip. Dabei rennt alles super. Aber jetzt. Ah, scheiße. Da jetzt. Wenn er den Kopf da hat, ja. Er sucht ja quasi den Boden. Und visiert aber die hintere Wand an. Glaubt, es ist der Boden. Streckt die Beine aus und wird zu kurz. Einfach nur, weil er den Boden verwechselt hat. Das ist so ein schieres Gefühl, weil du denkst, ja, jetzt landest du. Und dann landest du aber gar nicht, sondern fährst voll ein. Oh mein Gott. Oh, okay, ein bisschen zu kurz gekommen. Oh, shit. Ah, ja, das ist, wenn man den Kong nicht durchzieht, weil es zu hoch war. Oh, shit. Come on, Jared. Oh. Geil. Oh. Aber extra noch die Matte hingelegt. Oh, oh. Ah, oh, das tut weh. Nein. Oh. Das tut weh. Ah, oh, Biest. Wenn du mit der Fresse gegen so richtigen Steinbeton... Ah. Fuck, ich will es nicht nochmal sehen. Ah. Oh. Das tut scheiße weh. Oh, okay. Da kannst du dich aber arg verletzen. Gut gemacht. Da bist du fast schon aufgespießt. Oh. Ja?
Bro, was hast du vorgehabt? Oh, hast du auch mal einen krassen Unfall gehabt bei sowas? Ja, mit dem Gesicht auf seiner Eisenschiene gelandet. Diverse Zerrungen. Dann dieses eine Parkour- und Freerunning-Fail habt ihr eh in diesem alten Video gesehen, wo ich dann zwei so Beulen, so Fette auf dem Schienbein hatte. Also immer wieder so kleinere Sachen. Gehirnerschütterungen und sowas. Hast du irgendwelche Narben aus deiner Freerunning-Zeit? Ja, eh da. Unterm Auge. Da irgendwo. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sieht. Wo ist denn das? Ich glaube, ich nicht so mache, sieht man es. Egal. Und halt so kleine auf Armen und Beinen und so. Au, wow, wow, wow. Das tut scheiße weh. So Precisions auf Geländern, das ist nicht so nice. Ah, zu wenig Schwung. Das tut scheiße weh auf Beton. Buena, buena. Buena, buena. Oh, damn. Was macht er? Nein, wie dumm kann man sein, dass man auf sein Wellblechdach springt? So klar, dass sowas passiert. Ja, schön. Ah, fuck. Sowas ist halt scheiße unlustig. Bei so Geländern ist echt nicht witzig. Oh. Shit. You alright? Yeah. Nein, wie blöd kann man sein, dass man glaubt, sowas hält einen. Ich meine, eh lustig, ist eh nichts passiert. Und jetzt? Ah, ja, weil man im letzten Moment zögert. Oh! Autsch! Das ist einfach der easiest Move, Freunde. Das kann jeder von euch. Ich schwör. Da ist er drin gesessen. Boah, ich würde auszucken. Geil. Oh, hey, shit. Wie sehr ist der gesliden am Bauch? What the fuck? What the fuck? Oh. Wenn das auf die Zähne geht oder so, das ist aus bei mir. Sowas ist. Oh, ich habe einmal in der Schule gesehen, wie irgend so ein Schüler aus den unteren Stufen Stress hatte, in den Werkunterricht zu kommen oder so. Und die Schienen waren relativ hoch und den hat schon ganz oben aufgehauen oder so. Und der ist einfach 1,5 Meter runtergeflogen und so mit dem Zahn am Steinboden aufgeschlagen. Und dann ist er so, und dann hat er so mit der Zunge, ist er dorthin gefahren, wo sein Zahn war. Und der war so abbrochen und dann so, weil das ist ja so angeblich, wenn der Zahn abbricht und du fährst mit der Zunge hin, dann kriegst du einen stechenden Schmerz, weil die Nerven halt noch offen sind. Und ich habe gedacht, ich spinne. Und ich habe gedacht, ich spinne. Boah, das habe ich echt nicht nice gefunden. Hattest du nie Angst, irgendwie Zähne zu verlieren? Na. Na, hatte ich nie. Na. Okay. Stell dir vor, da unten geht er. Urwitzig, Maxl. Ja! Diego! Diego! Nein! Na! Und tschüss. Oh, aber gut reagiert, gut reagiert. Shit. Oh, oh, oh. Biestfett, was hat er sich überlegt? Oh, oh, oh. Das Ding ist halt leider mit 13, 14 nicht einfach mit Freerunning oder mit dem Skaten. Man braucht halt Eier, die man im Alter nicht hat oder man beginnt sehr, sehr jung. Das stimmt nicht, Bro. Ich habe auch erst mit 16 oder so begonnen. Das stimmt nicht. Also, das ist egal, wann du beginnst. Du steigerst dich eh immer mehr. Aber mit Eiern, es gibt Leute, die trauen sich mehr, die scheißen sich weniger. Ich bin so einer. Aber wenn du trainierst und trainierst, dann ist ja die Skala von Dingen, die du dich traust, immer höher und höher. Eins, zwei, drei.
Ah. Oh. Oh. Oh, viel zu viel Schwung gehabt. Alles gut. Geklappt. Oh, bist du fett. Das habe ich aber schon mal gesehen. Oh, scheiße. Ja, weil er abgebremst hat dadurch, dass er mit dem Bein hängen geblieben ist. Das hat ihn den ganzen Schwung gekostet. Er hat sich halt kurzfristig überlegt, fuck, es geht sich nicht aus mit dem Frontflip. Wollte Kong Frontflip draus machen. Dann hat er da den Schwung verloren. Und dann ist er zu kurz gekommen. Oh, shit.